Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zurück bei mir zu einer neuen Folge von Modellbahn Update. Ja, auf der Anlage hat sich nichts weiter im Moment eigentlich getan, weil die ist eigentlich auch soweit relativ fertig. Aber es gab mal wieder neues Rollmaterial. Und zwar dieses Mal eine NOHAB von Pico in der Ausführung der DSB. Ein schönes Modellchen. Das habe ich mir letztes Jahr vorbestellt gehabt mit Sound. Und ich würde mal sagen, wir lassen mal die gute Maschine ein bisschen fahren. Passende Wagen dazu habe ich noch nicht. Da bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir dazu vielleicht ein paar Güterwagen oder Personenwagen von der DSB dazu hole, um dann einen passenden Zug auch für die Lok zu haben. Aber jetzt würde ich sie erstmal hier ein bisschen fahren lassen. Ja, und das hier ist meine zweite Neuheit. Diesmal nicht auf der normalen H0-Anlage, sondern auf meiner Schweizer H0M-Anlage. Und zwar handelt es sich hierbei um eine GE441 der Rätischen Bahn, auch bekannt als Bobo 1. Die Maschine wurde 1947 planmäßig in Dienst genommen, war die erste stangenlose E-Lok der Rätischen Bahn. Und hier ist die Ausführung unterwegs, wie sie bis Anfang der 1980er Jahre, beziehungsweise 90er Jahre, wo die Maschinen umgebaut worden sind, Ende der 80er, Anfang der 90er, zur aktuellen Ausführung der GE441, wie sie aktuell noch unterwegs ist. Das hier ist jetzt noch die alte Version und ich finde die ist auch sehr schön. Und die hat jetzt hier so ein, ich sag mal, Erlebniszug, so ähnlich bei der Rätischen Bahn bekommen, mit denen sie jetzt hier mal kurz auf meiner Anlage unterwegs sein wird.